Grüß Gott und herzlich willkommen bei der Mittwochsausgabe von Mürztal aktuell. Schön, dass Sie da sind. Der Tourismus in Österreich kämpft in diesem Sommer nicht nur mit dem Wetter, sondern auch mit den Nächtigungszahlen. Trotzdem haben viele aber auch Probleme, gerade in den Tourismusberufen das richtige Personal zu finden. Jetzt will man hier mehr Attraktivität in diese Berufe bringen. Obwohl derzeit viele beim AMS als arbeitssuchend vorgemerkt sind, sind geeignete Mitarbeiter nur sehr schwer zu finden. In allen Bereichen fehlen gute Leute. Man möchte die Jobs im Tourismusbereich attraktiver gestalten. Grundsätzlich muss man die sehr gute Idee begrüßen. Ich glaube, unser Job ist auch sehr, sehr interessant, vor allem für die jungen Menschen. Die ersten Grundkenntnisse kommen zusammen, man lernt ein bisschen kochen, man lernt ein bisschen servieren. Es ist ein allgemeines Verständnis auch für die Umgebung hier. Ich glaube, es ist ein guter Ausbildungsschritt, auch wenn man nicht den durchzieht, die Ausbildung. Sprich, man macht es fertig oder man wechselt dann im Beruf, aber die Grundausbildung ist sehr, sehr gut. Ich glaube, die Wirtschaftskammer hat einfach die Idee, den jungen Menschen den Beruf noch attraktiver zu gestalten. Sei es in Form von einer Lehre, sei es in Form von Schulen oder auch nach der Matura mit einem Kolleg. Es gibt ja am Semmering die Schule, es gibt in Bad Gleichenberg in der Steiermark die Schule, aber ich glaube, wichtig ist es auch, Lehrlinge zu bekommen in diesem Beruf. Genau, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen. Ich meine, die Wirtschaftskammer hat auch vor Jahren schon die Initiative gemacht, Karriere mit Lehre. Die Lehre in unserer Branche steht auf vier verschiedenen Säulen. Da gibt es die Einzelberufe mit Koch, mit Service oder mit HGA. Das ist so ein rezeptionswirtschaftliche Berufevorbereitung, die jeweils dreijährig sind. Und dann gibt es den vierjährigen Beruf, wo Küche und Service vereint waren. Ich sag, in vier Jahren hat man dann beide Berufsbilder Koch und Köchin sowie Restaurantfachfrau oder Restaurantfachmann abgeschlossen. Kann es sein, dass die Jugend vielleicht auch diesbezüglich abgeschreckt wird, weil man eben am Anfang nicht unbedingt sehr viel Geld verdienen kann in diesem Beruf? Ist einerseits sicher richtig, aber es gibt auch andere Berufe, wo man nicht wesentlich mehr Geld verdient. Aber was unser Problem ist in der Gastronomie, ist einfach der schlechte Ruf von früher. Es gibt natürlich die Mehrarbeit, was leider viele Kollegen missbraucht haben. Es gibt die Wochenendarbeit, was man nicht so toll mithalten können mit dem Handel, mit der Industrie oder auch mit den anderen Dienstleistungsbetrieben. Obwohl natürlich es auch bei uns eine Wochenendruhe gibt. Sprich, die 43 Stunden müssen jedes zweite Wochenende eingehalten werden. Aber die jungen Leute sollen sich einfach in den ersten Wochen und Monaten überzeugen, wie attraktiv unser Job ist. Er hält alles offen, man kann sich die ganze Welt anschauen, man kann neue Sprachen erlernen. Man hat echt tolle Vorteile für das Leben danach, sprich nach der Jugend. Handy, Computer, Auto und Urlaub. Lauter Komponenten, die ins Geld gehen. Vor allem die Jugend muss hier alles haben, um in zu sein. Oft merkt man erst zu spät, dass man in die Schuldenfalle getappt ist. Und dann brauchen viele Hilfe. Geborgtes Glück wird leicht zur Schuldenfalle. Bei der Schuldnerberatung verzeichnet man steiermarkweit in einem Jahr rund 3000 Neuzugänge. Am Standort Kapfenberg ist man für die Beratung der gesamten Obersteiermark zuständig und auch in der Prävention ist man seit kurzem auf dem Vormarsch. Vor allem in Schulen und bei Lehrlingen klärt man die Jugendlichen bereits auf, wie man Schulden vermeiden kann. Das Abrutschen in die Schulden bei Jugendlichen hat mehrere Gründe. Am gesellschaftlichen Angebot einfach teure Markenklamotten zu haben, teure Smartphones, fortgehend dabei sein zu wollen, ohne darüber nachzudenken, ob ich es mir leisten kann. Von der Schuldnerberatung her, es gibt ja verschiedene Präventionen. Wie kann man dagegen wirken? Aufklärungsarbeit ist uns ein großes Anliegen. Ich denke mir, Jugendliche sollten fit gemacht werden oder junge Erwachsene nicht alles zu unterschreiben, einfach zu hinterfragen, was steckt dahinter, was ist ein teures Smartphone mit einer Handybindung von 3 Jahren, das ist ein Kreditvertrag eigentlich und ich sollte mir vorher diese Bedingungen gut durchlesen und mir überlegen, ob ich das auch wirklich möchte. In welchem Alter kommen Jugendliche zu Ihnen, die wirklich Schulden haben? Naja, anfangen tut es grundsätzlich mit 18, wo sie dann wirklich Verträge abschließen können. Durchaus mit der ersten Einkommensverschlechterung, wenn sie zum Bundesheer kommen, jungen Männer oder den Zivildienst machen, wo sich das Einkommen dramatisch verschlechtert, wenn sie zuerst eine gute Lehrlingsentschädigung hatten. Ich würde mal sagen, so zwischen 20 und 25 ist so die
Zielgruppe. Kann man da auch sagen, dass vielleicht vom Elternhaus einige Fehler vorliegen, dass die Kinder nicht genug oder die Jugendlichen nicht genug über das Geld, wie man damit umgeht, aufgeklärt worden sind? Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, aber ich würde es einfach als gesellschaftlichen Trend bezeichnen. Man redet nicht mehr darüber, wie kann ich mir das leisten, sondern ich leiste mir es einfach. Und eine herkömmliche Einnahmen-Ausgabenliste zu machen, ist nicht mehr üblich in einem Haushalt. Und das ist das, denke ich mir, das Grundübel, weil wenn ich das mache, dann weiß ich, kann ich es mir leisten oder nicht. Gibt es auch immer noch die Scheu, zu so einer Beratungsstelle zu kommen? Ich bin jetzt seit 2000 in der Schuldnerberatung. Am Anfang war es ganz krass. Also die Leute wollten nicht einmal, dass sie gesehen werden, wenn sie in das Gebäude hineingehen. Jetzt ist es gesellschaftlich erlaubt, darüber zu reden, und das merken wir auch. Also Leute kommen einfach immer früher, wenn sie ein Problem haben, weil sie wissen, man kann darüber reden und es gibt Hilfe. Wer diesbezüglich Hilfe braucht, ist bei der Schuldnerberatung Kapfenberg bestens aufgehoben. Neben telefonischer Erstberatung ist man auch persönlich als staatlich anerkannte Schuldnerberatung jederzeit bereit, das Gespräch mit dem Betroffenen aufzunehmen und um Lösungen bemüht. Wer nicht allzu viel von seinem Verdienst abgeben will und vor allem, wer will, dass einem alles zum Hintern nachgetragen wird, der verlässt sich meist auf das sogenannte Hotel Mama. Und Mama schaut schon, dass es ihm oder ihr gut geht. Ist doch schön, wenn man die Kinder so lange wie möglich zu Hause halten kann. Oft fragt man sich dann aber, wann werden meine Kinder endlich selbstständig? Wir haben uns umgehört. Hat man früher gefragt, wohnst du noch zu Hause, hieß es, nein, ich bin Flücke. Fragt man heute, wohnst du noch bei Mama, heißt es zumeist, ja. Und so wird es auch noch bleiben. Warum? Ja, einerseits Bequemlichkeit, denke ich, andererseits finanzielle Gründe, Arbeitsplätze zum Beispiel, ja, die nicht vorhanden sind, und ja, eine Lebenseinstellung vielleicht auch. Ja, sicher ist günstiger daheim. Ja. Es ist ja schön, Hotel Mama, oder? Es ist so, weil die Jugend einfach, also wenn sie dann einmal Flücke wird, eigentlich ja gar nicht weiß, was das eigentlich kostet, eine Wohnung zu bezahlen, Heizung, Strom, Lebensmittel, weil daheim zahlt man vielleicht ein bisschen ein Kostgeld, und das war es eigentlich. Bequemlichkeit, sage ich mal. Die Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde St. Marein im Mürztal hat einen Grund zu feiern. Wir feiern heuer wieder das traditionelle Anna-Kirtag-Fest am Samstag-Sonntag. Außerdem besteht die Freiwillige Feuerwehr bereits 132 Jahre. Daher wurden auch wichtige Investitionen vorgenommen. Wir haben eine neue Überdachung, die ist fertiggestellt worden, und einen Katastrophenanhänger, die was wir feierlich einweihen wollen. Wie stark ist die Freiwillige Feuerwehr? Die Feuerwehr von St. Marein verfügt über 60 Mitglieder, wobei wir auch etliche Damen dabei haben, und über das wir uns sehr freuen. Und sie werden dafür sorgen, dass es ein rauschendes Fest wird, denn am Samstag, den 26. spielen die Obersteirer, für die Jugend gibt es ein Disco-Zelt am Parkplatz, und am Sonntag, den 27. Juli ab 10 Uhr Einweihung der Überdachung und des Katastrophenanhängers. Dann Frühschoppen mit dem Musikverein Gscheid. Eintritt, freiwillige Spenden. Auf zum Anna-Kirtag, der Freiwilligen Feuerwehr der Marktgemeinde St. Marein im Mürztal. Kommendes Wochenende am 26. und 27. Juli. Heute war es wechselhaft und warm. Es war alles dabei, Sonne, Wolken und in einigen Gebieten auch wieder ein bisschen Regen. Der morgige Donnerstag bleibt wechselhaft. Sonne und Wolken wechseln einander ab, es sollte aber größtenteils trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen morgen zwischen 23 und 27 Grad. Also vom herrlichen, fraulichen Wetter, oder wie heißt es gendertechnisch richtig, sind wir weit entfernt. Egal, ich wünsche Ihnen jedenfalls noch einen schönen Fernsehabend. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.